dann kann aus diesem Land natürlich so schnell kein Bauland gemacht werden. Ja? Also von daher macht es wirklich Sinn, den Garten und auch die gesamte Anlage. Willkommen in unserem Berliner Kleingarten hier in Rosenthal Süd in Pankow. Kurzer Überblick mal hier. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und ja, auch wenn wir alle auf den goldenen Herbst hoffen, so wird früher oder später auch der Winter kommen. Und ich muss sagen, meine Stimmung ist seit gestern deutlich angehoben, aufgehellt, dank meiner Flugbuchung. Also ich habe jetzt Urlaub gebucht, ich habe einen Flug gebucht nach Thailand, nach Bangkok. Mal sehen, wohin es mich dann verschlägt. Ab Ende Januar bin ich dann erstmal kurz weg, würde ich sagen. Ja? Aber naja, damit man das hier alles auch winterfest hinterlassen kann, ist noch einiges zu tun. Und was ich heute so mache, das werdet ihr dann gleich sehen. Ob er nun golden ist, darüber kann man sich streiten, aber es sieht definitiv hier in unserem Garten sehr herbstlich aus. Es liegt Laub und das habe ich jetzt schon so ein bisschen mal in die Mitte zusammengekehrt mit unserem Chips, diesem Laubbesen dort. Und zwar gehe ich jetzt hier mit dem Rasenmäher nochmal drüber. Die Sachen sind alle verblüht, heißt also, wir nehmen auch dem Bestäuber nichts mehr weg. Und dann mähe ich und dementsprechend wird dann auch gleich das Laub ein bisschen klein gehäckselt. Und so ist es perfekt zu benutzen als Mulchmaterial, zum Beispiel für das Beet dort hinten, wo ich ja sehr spät im September noch Aussaaten gemacht habe. Und einige davon sogar schon kommen, andere nicht so gut. Ist auch irgendwie relativ trocken die letzte Zeit, also auch diese Erde dort, finde ich. Mal gucken. Aber erstmal geht es jetzt darum, hier den Rasen nochmal zu mähen und Mulchmaterial herzustellen. Vor einigen Monaten habe ich ja zusammen mit Tim tatsächlich auch beim Dreh mit Kabel 1 den Rasenbokashi angelegt, beziehungsweise den Gartenbokashi, den großen. Und jetzt werde ich den mal ernten, denn ich habe immer wieder Saft rausgeholt. Aber ich werde ihn jetzt mal ernten, weil ich den Bokashi, der jetzt sehr, sehr lange vor sich hin gegärt hat, in das Tomatenhaus, was wir da das Anlehngewächshaus machen will, als Mulchmaterial und als, Material, was verrottet über den Winter hin und Frühjahr, damit wir da wieder richtig schön Power in die Erde reinbekommen. Und ja, so sieht er derzeit aus. Hier oben sieht sehr stark nach Bokashi aus. Das war ja sogar tatsächlich Bokashi-Ferment aus dem Bokashi-Eimer, was ich dann drauf gemacht habe irgendwann. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch an Flüssigkeit so rauskommt. Da kommt schon einiges raus. Ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen laufen lassen erstmal und dann kann ich später den gesamten Inhalt, der hier in der Tonne drin ist, auch mal rausholen. Ja, und damit ich das machen kann, also den Bokashi in das Tomatenanlehn-Gewächshaus nehmen, muss ich hier die allerletzten Tomaten ernten, rote wie auch grüne. Und die Pflanzen rausnehmen. So, das ist jetzt nochmal die letzte Ernte aus dem Gewächshaus. Und ich habe jetzt hier freigemacht, also jetzt habe ich auch die ganzen Tomatenpflanzen entfernt und auch die Tomaten, die runtergefallen waren, versucht rauszunehmen, weil sonst vermute ich, dass die alle kommen nächstes Jahr. Aber alle
konnte ich jetzt auch nicht rauskriegen. Wie ist denn eure Erfahrung damit? Ist das sehr schlimm? Werden hier viele Tomaten wachsen? Kann man die dann einfach rausziehen? Oder ist das sogar gut, weil man dann gleich im Frühjahr Tomatenjungpflanzen hat? Hier kommt auf jeden Fall. Jetzt hat sie mich entdeckt. Aber da war gerade eine Meise, die zu unserer Sonnenblume hier ging und sich bedient hat, was sie auch soll und darf. Jedenfalls kommt jetzt hier Bokashi rauf, damit das ein bisschen abgedeckt ist und auch das Ganze wieder angedüngt wird. Und Chips. Das war ziemlich schwierig, die Wurzeln der Tomaten da teilweise rauszukriegen, waren richtig gigantisch. Ich habe die ganzen Tomatenreste hier erstmal auf den Rasen gepackt, weil ich mir überlegt habe, hey, ich mache direkt mal Tomatendünger da draus. Das wird in den Rasenbokashi gehen, den ich jetzt auswechsel. Also dann hoffentlich auch im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen als Dünger. Und ich habe einen Tipp bekommen, habe ich bei Instagram gesehen, bei The Frenchy Gardener, da verlinke ich euch gerne mal im Profil. Und der hat nämlich gesagt, dass es ja manchmal ein bisschen schwierig ist, die Tomaten rauszukriegen an der Wurzel. Aber wenn man die Tomatenpflanzen oberhalb des Bodens abschneidet hier, ja, und dann jetzt natürlich noch eine Woche wartet, dann lässt sich das ganze Ding, der ganze Wurzelballen viel einfacher entfernen. Die Zeit habe ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt komplett hier runter und dann bin ich fertig und durch damit. Aber wenn ihr euch das ein bisschen einfacher ma machen wollt, dann schneidet es erst ab, holt dann die Pflanze oberirdisch raus und eine Woche später geht dann die Wurzel deutlich einfacher raus. So, und jetzt habe ich es geschafft, auch hier das Außengewächshaus, Anlehngewächshaus, komplett zu leeren. Der Boden hier ist längst nicht so gut wie im Gewächshaus, auch sehr, sehr trocken. Deshalb haue ich als allererstes hier den Garten Bokashi rein, den ich angelegt habe. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Der sollte nämlich mittlerweile hier auch schon gut ausgelaufen sein, hätte ich fast gesagt. Also ich habe hier den so schräg gestellt. Oh, läuft immer noch. Da seht ihr mal, was da an Flüssigkeit rausgekommen ist. Leckerer Bokashi-Saft. Ja, und da werde ich jetzt mal anfangen, den Bokashi hier zu nutzen. Ja, und was man jetzt gut sehen kann hier unter dieser Bokashi-Schicht, die ich auch zum Abdichten genommen habe, ist hier der Rasen zu sehen. Und der ist jetzt schön vorfermentiert und der sollte dafür sorgen, dass wir einen richtig tollen Dünger jetzt auftragen können. Ja, ich weiß, Tim würde sich über diesen Anblick wieder sehr freuen. Und der Geruch, Leute, das ist so ein süßlich leckerer Geruch von Fermentation. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, glaube ich. Mal gucken, wann die ersten Beschwerden kommen. Und jetzt gebe ich das hier einfach mal ein und schaue, ob das gut funktioniert auf diesem wirklich trockenen Boden. Jetzt habe ich hier den schönen Rasenbokashi aufgebracht und nochmal schnell mit verdünntem Bokashi-Saft drüber gegangen als Bodenverbesserer. Da freuen sich auf jeden Fall sehr viele Bodenlebewesen, Kleinstlebewesen drüber. Und jetzt nehme ich den Rest aus dem Rasenbokashi, der da in der Tonne noch drin ist. Und der geht dann ins Gewächshaus, auf diese eine Seite, die wir jetzt frei haben, wo ich die Tomaten noch ausgemacht habe. Ist nicht mehr so die Hälfte ungefähr noch, nee, ein bisschen mehr sogar noch. Und das geht jetzt auf die andere Seite. Und jetzt habe ich das Ganze hier auch im Gewächshaus getan. Riecht das wieder lieblich. Die anderen würden das genießen. Und wenn ich schon mal im Gewächshaus bin, dann möchte ich euch natürlich noch etwas zeigen, was ich euch immer zeige, so ein bisschen ein kleines Update. Und ich bin ein bisschen überrascht, denn ich hatte euch ja von dieser wunderbar tollen Aubergine erzählt, die ich hier angezogen hatte, noch sehr spät und dachte, oh, da wird wohl nichts mehr kommen. Aber jetzt sehe ich doch tatsächlich hier noch einen kleinen süßen Ansatz und einen Stachel. Ich bin gestochen worden, als ich da gerade anfassen wollte. Also mal gucken, ob da noch was wird, ob da noch was draus kommt. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Und das hatte auch jemand in die Kommentare geschrieben,
werde ich diese süße Pflanze hier in Ehren halten und wir werden sie, auch wenn keine Aubergine jetzt in diesem Jahr mehr richtig reif wird, werden wir diese Pflanze schön zurückschneiden und mal ins nächste Jahr mitnehmen. Dann haben wir direkt eine fertige Pflanze, einfach mal ein kleines Experiment. Und ja, Update auch hier wieder die Pepino. Hat sich nicht so viel getan, ist immer noch ziemlich hart, immer noch sehr grün. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gelbe Farbe reinkommen. Ja, und die Salate sind hier ganz gut angewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind auch noch nicht weggefressen worden, weder von den Schnecken noch von den Kellerasseln. Also das wird, und naja, wie gehabt, die Ananas. Och, und die Ananas, Leute. Die werde ich ja im Januar dann wieder wirklich voll ausgereift in Thailand essen können. Denn das ist ja auch so eine Sache, diese ganzen Südfrüchte, ob es jetzt Melone ist oder Ananas ist, die wird niemals so lecker sein, wie sie das zum Beispiel in Thailand ist oder, keine Ahnung, irgendwo anders nah am Äquator wie in Brasilien zum Beispiel. Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Der Pok Choi, der ist ja sehr angefressen gewesen von Schnecken. Jetzt habe ich hier mal einen Schneckenkragen drum gemacht und ich glaube, der erholt sich auch so ein bisschen. Pok Choi ist ja echt super, super lecker und wächst bei uns eigentlich auch ganz gut. Vor allem im Hochbeet, da haben wir ja nicht solche Probleme mit den Schnecken. So, und wenn ich jetzt das Gewächshaus verlasse, dann haben wir hier wieder den Gartenbokashi und den werde ich jetzt wieder befüllen. Und zwar werde ich da diesmal nicht nur Rasenschnitt reinmachen mit den Blättern vom Rasen, den ich ja hier gesammelt habe, sondern da werde ich jetzt auch Teile der Tomaten reinschneiden. Denn ja, da sind so viele Nährstoffe reingegangen, die muss man ja nicht komplett verschwenden. Klar, auf dem Kompost geht der Rest dann, ist ja auch keine Verschwendung, aber ja, der Bokashi hat sich hier ganz gut gemacht, glaube ich. Und dementsprechend mache ich das jetzt einfach mal. Mal gucken, was das für eine Arbeit ist, alles klein zu schnippeln. Wir hatten diese Woche Besuch von der Stiftung Naturschutz, die ja auch zum Beispiel den langen Tag der Stadtnatur organisiert jedes Jahr. Und die haben uns was mitgebracht. Es gibt hier einmal eine kräuterreiche Frischwiese, und Wildbienen- und Schmetterlingssaum. Das eine ist für den Rasen hier, um dort magere Stellen ein bisschen aufzuwerten. Vor allem für Wildbienen, Schmetterlinge und Co. und andere Insekten. Ganz tolle Geschichte. Das macht die Stiftung Naturschutz wohl zusammen mit dem Landesverband der Gartenfreunde Berlin. Und da sind wir natürlich dabei. Diese Päckchen gibt es also kostenlos. Und hier steht drauf, Aussaat entweder im frostfreien Wetter ab März oder im Oktober. Und die Biologin, die uns da besucht hat, hat gesagt, vorzugsweise tatsächlich im Oktober. Und das ist jetzt zwar relativ spät, weil wir schon Mitte Oktober haben, sagt sie, aber jetzt, wo es so warm ist, kann man das noch machen. Und ich suche jetzt einfach mal ein paar schöne Stellen, wo ich das hier eingebe. Also mehr Infos zu dieser Aktion gibt es natürlich auch bei der Stiftung Naturschutz und den Link dazu, den mache ich wie immer in die Videobeschreibung. Und diese Biologin, die von der Stiftung mit dabei war, war ganz angetan von unserem Teich. Auch über den Fakt, dass wir da keine Fische drin haben. Denn dank dieser Fische sind ja eine Menge Frösche und auch Molche da. Und ich habe ihr auch gesagt, dass wir nicht nur da die Molche drin hatten, sondern dass ich Molche auch unter den Pflanzsäcken gefunden habe. Also wir hier in unserem gesamten Garten diese Bereiche zur Verfügung stellen. Und sie war auch ganz begeistert von dem Sandarium, was Tim hier angelegt hat. Und meinte auch, das ist eine tolle Kombination, Sandarium und dieses Lavagestein. Denn die Weibchen der Zauneidechsen beispielsweise legen dann oder brauchen diesen Sand, um ihre Eier vernünftig ablegen zu können. Also, sie war ganz begeistert, hat hier auch mit ihrer Kamera das ein oder andere Foto gemacht und sagte, oh, sie sucht schon so lange nach dem Motiv, was wir hier standardmäßig bei uns haben. Der blühende Brokkoli, also einfach Sachen auch mal stehen lassen und blühen lassen, damit ja auch im Oktober hier die Bienen Nahrung finden. Ja? Von daher, das hat uns natürlich schon geehrt, dass da das Lob kam. Und was auch ein interessanter Ansatz ist, was sie sagt oder den sie verfolgt oder die Stiftung Naturschutz auch verfolgt, ja, also KleingärtnerInnen ins Boot mitzuholen, ist auch wirklich sinnvoll für die ganzen KleingartenpächterInnen, weil wenn wir hier so schützenswerte Arten wie irgendwelche Kröten, Amphibien und Co. haben, also die wirklich ausdrücklich und schwer geschützt sind, dann kann aus diesem Land natürlich so schnell kein Bauland gemacht werden. Ja? Also von daher macht es wirklich Sinn, den Garten und auch die gesamte Anlage naturnah zu gestalten, denn dann ja, hat sie eine Wichtigkeit für
die gesamte Gesellschaft bzw. auch für unsere Natur hier. Es war also ein sehr interessanter Besuch und der Besuch hatte ja auch einen Hintergrund. Also die haben uns besucht, weil wir beim langen Tag der Stadtnatur mitgemacht haben und das auch im nächsten Jahr wieder machen werden. Ja, und da entsteht halt ein kleines Porträt und das werdet ihr aber natürlich auch irgendwann zu Gesicht bekommen. Ja, und zu Gesicht bekommen ist das Thema. Ich muss neben der Gartenarbeit heute nämlich auch noch aufräumen. Denn ja, wir bekommen auch in dieser Woche wieder Besuch. Wir waren ja vor ein paar Wochen im September waren wir in Köln zu einem Dreh, zu einem Fernsehdreh und der wird jetzt hier bei uns im Garten auch fortgesetzt. Wir können noch nicht so richtig sagen, um was es geht, nur so viel ist es keine Garten- und keine Schrebergartensendung, sondern es ist eine TV-Show. Und damit es hier ein bisschen ordentlicher aussieht, habe ich einiges zu tun. Ich muss auch zum Beispiel drinnen aufräumen. Ja, es wird eine lustige Show, also es war auch schon der Dreh in Köln, war sehr, sehr witzig. Ihr könnt ja gerne mal Tipps geben, was ihr glaubt, an was für einer Show Tim und ich da wohl teilgenommen haben, beziehungsweise auch diesen Dreh jetzt hier im Garten, so eine kleine Vorstellung wird das nämlich machen. Die Auflösung gibt es tatsächlich erst im Frühjahr nächsten Jahres, wenn das Ganze dann ausgestrahlt wird auf einem ziemlich großen privaten Fernsehsender. Ja, und da haben wir noch ein paar Tomaten hier ernten können. Einmal aus dem Gewächshaus, aber auch aus dem kleinen Anlehngewächshaus. Und die sind zum Großteil auch ziemlich grün, wie man hier sieht. Und jetzt habt ihr uns letztes Mal den Tipp gegeben, dass man die jetzt mit einem Apfel zusammen oder einer Banane zusammen abgedunkelt, indem man das einfach vielleicht zudeckt, mit einem Tuch kühl stellt. Also nicht kalt, sondern kühl, wo es nicht zu warm ist. Und dann können viele der Grünen auch noch nachreifen. Und das mit dem Nachreifen habe ich ja letztes Mal schon irgendwie gefragt. Ich glaube, das war im Livestream, weil es gibt auch welche, die sind so extrem grün. Oder diese hier, sehr, sehr grün. Wobei ich glaube, diese Grünen werden sogar gar nicht richtig. Ich glaube, die bleiben grün. Aber die Frage ist, bei denen hier zum Beispiel, also diesen Ochsenherztomaten, die auf jeden Fall auch roter werden. Können die auch nachreifen? Meint ihr, das wird noch? Oder meint ihr nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Unsere Physalis hier, die knicken immer mehr ab unter dem Gewicht. Das ist schon echt heftig. Aber da gibt es auch immer mal wieder welche, die dann doch auch reif werden. Hier, wie diese gelbe. Dann werde ich heute auch welche ernten. Da schrieb jemand letztens auch in die Kommentare, dass Physalis auch nachreifen wohl. Aber ich lasse sie, glaube ich, einfach noch dran, solange das geht. Weil, wie gesagt, wir haben heute fast 20 Grad. Das soll morgen auch so sein. Und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich gucke nochmal ins Hochbeet mit euch. Da sind die Bohnen müssen jetzt endlich mal raus, glaube ich. Aber das schaffe ich heute nicht, weil ich aufräumen muss, damit der Grünkohl einfach ein bisschen mehr Platz bekommt. Und der Rosenkohl, den habe ich ja schon teilweise geerntet. Da nehme ich heute auch wieder was mit. Ja, und das ist ja der frische Salat gewesen vom letzten Mal. Hier sieht man, geht die Bewässerung auch durch. Das kommt auch alles. Ja, die Aubergine hier ist so gut wie durch. Da habe ich letztens gesehen, doch noch einen winzig kleinen Ansatz. Aber irgendwie sieht die nicht so gesund aus. Da, glaube ich, wird nicht mehr so viel kommen. Selbst wenn es der goldene Herbst ist, so golden. Aber wer weiß, ja. Hier weiterhin Grünkohl und der Palmkohl oder Schwarzkohl, der sieht hier im Hochbeet viel, viel besser aus als im ebenerdigen Beet. Allesamt hier einfach nicht so angefressen. Ne? Aber ja, da hinten noch mehr, deutlich mehr Grünkohl. Die Ernährung im Winter ist damit dann gesichert. Und was ich noch richtig schön finde, was mir hier aufgefallen war, hier ist ja dieser Glücksklee. Ich glaube, den haben wir von Bärbel bekommen. Und der hat jetzt auch schon geblüht. Wusste ich gar nicht, dass der so richtig schöne Blüten auch bekommt. Ja, was irgendwie ewig gedauert hat, bis es angewachsen ist vernünftig und jetzt echt immer noch mal wieder explodiert, sind ja unsere Inka-Gurken. Die kann ich auch schon wieder abmachen. Und hier sind auch noch diverse kleine dran.
Man merkt, dass die immer so ein bisschen stockt, weil sie dann trocken wird, wenn wir die Woche über so selten da sind. Ja, aber dann kommt immer wieder was, wenn man halt Wasser dazugegeben wird. Also von daher das ist schon nicht schlecht. Ach so, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar hier seht ihr ja unser Kürbisrankgerüst. Man soll ja Kürbisgewächse nicht 2 Jahre auf einmal halt eigentlich so, dachte ich jedenfalls, müsst ihr nochmal sagen, auf ein Beet machen, wegen der ganzen Krankheiten, die da sein können. Was meint ihr? Soll ich das Gerüst jetzt einfach abbauen nächstes Wochenende oder so? Und dann könnte ich hier nochmal ein bisschen Gründüngung aussehen oder soll ich es stehen lassen? Was für eine Idee hättet ihr denn, damit wir auch im nächsten Jahr das Ranggerüst an dieser Stelle hier nutzen können? Also aufbauen oder abbauen und wieder aufbauen ist jetzt sicherlich nicht so aufwendig. Kostet ein bisschen Zeit, aber wird gehen. Aber stehen lassen würde ja auch gehen. Also von daher, wenn da eine vernünftige Verwendung, die ab von Kürbisgewächsen halt ist, uns einfallen würde. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das letzte Mal habe ich danach gefragt, wann ich den Knoblauch stecken kann. Und dann hieß es, kannst du eigentlich immer machen, solange der Boden frostfrei ist. Und das würde auch im November noch gehen. Und ich glaube, ich mache es auch einfach später, weil das letzte Mal hatte ich das Gefühl, dass der noch sehr lange, sehr weit gewachsen ist und sehr viel Grün bekommen hat, was dann dazu geführt hat, dass der nicht so große Knollen hatte irgendwie so. Also da warten wir, glaube ich, nochmal mit ab. Aber schreibt auch gerne nochmal in die Kommentare, die das nicht letztes Mal schon getan haben, oder auch nochmal, wann ihr den denn steckt. Und ob ihr den vorzugsweise ins ebenerdige Beet, in den Pflanzsack steckt oder wie ihr das macht. Mit wem zusammen steckt ihr das? Mit Erdbeeren hatten wir auch mal irgendwann gehört. Da wollen wir jetzt auf eure Tipps so ein bisschen hören, was da so geht. Und was ich hier auch noch sehe, Topinambur braucht ja noch ein bisschen. Ja, habt ihr jetzt auch geschrieben, bildet jetzt erst die Knollen aus. Ja. Deshalb abwarten einfach. Und kann man sowieso abschneiden dann und immer dann ernten, wenn man ein bisschen was braucht, kann man aus der Erde holen. Da sind sie wohl gut aufgehoben. Und was jetzt auch langsam richtig schön ist, ist dieser Rucola. Der ist jetzt richtig groß. Da werde ich heute definitiv auch was mitnehmen. Schade nur, dass eine Seite davon nur bewachsen ist. Und was wir hier auch noch sehen, ist die wunderbare Artischocke. Immer noch nicht offen. Ich bin gespannt, wann es soweit ist. Und hier diese Malve. Die sieht ja echt geil aus und die wird irgendwie immer größer und die Farbe finde ich wirklich fantastisch. Richtig gut und da gibt es auch immer noch vereinzelte Bienen, die sich hier auch am Borage freuen. Ja, also ich finde so richtig grau sieht es hier auch noch gar nicht aus. So, und ich werde heute auf jeden Fall noch ernten. Die Kohlsorten, also Palmkohl, Rosenkohl sowie auch Grünkohl. Das auf jeden Fall. Und dann geht es auch daran, noch mal eine Menge Chilis abzunehmen, weil die sind auch langsam hinüber, die Pflanzen. Ja. Oh, da haben wir 1, 2, 3, 4, mindestens 4 Pflanzen. Ach, 5 in dem anderen Hochbeet auch noch. Da wird heute auf jeden Fall kräftig geerntet. Und dann mache ich mir heute Abend auch was Leckeres, was richtig, richtig schön scharf wird. So wie es in Thailand üblich ist. Ich muss immer wieder an meinen Urlaub zurückdenken. Wann war euer letzter Urlaub? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.